ich bin der Cyril von Maxwell. Und ich bin der Cyril von Maxwell. Nein, ich. Du. Also gut, ich bin der Oli von Maxwell. Nein, und bin ich. Er ist der... Cyril. Genau. Oli bin ich. Also, jawohl. Okay. Hallo zusammen. Und ihr schaut York Show. Nein, ich. Hallo zusammen, nach dieser zweitägigen Reise ins menschliche Unterbewusstsein heiße ich euch herzlich willkommen zu der 19. Episode von der York Show. Heute geht es nicht darum, wie man ein IKEA-Gestell zusammenbaut. Nein, es geht um eine Band. Die Band heisst Maxwell. Achtung, nicht wie McDonald's Maxwell, sondern Maxwell mit Doppel-X und Doppel-L. Das ist ihre letzte erschienene Platte, Dogs on Dope. Und da würde ich sagen, riskieren wir mal ein Ohr. Im 2009 ist die CD erschienen und vielen Bands reicht das schon, aber Maxwell, die sind unermüdlich, die bringen schon im Februar 2011 ihre neue CD raus. Der Titel ist All In. Und Peter? Yeah, Baby! Ja, kurzer Vorgeschmack. Heile Frökenröhr. Falls ihr noch mehr wissen über die Band Maxwell und ihr Lieblingsessen, geht auf www.maxwell.ch. Und jetzt schaue ich mal nach, ob die Jungs schon fürs Interview parat sind. Okay, ja, ist gut. Sie sind noch nicht ganz parat, aber das passt mir ganz gut. Da kann ich euch schon mal ein paar Bilder von ihrem bald aktuellen Video zeigen zum Song Outlaw. Das Video ist noch in der Endphase der Produktion, aber ein Vorgeschmack hat nie geschadet. Okay, der ist jetzt noch in Produktion. Wie ist denn das genau von der Story her? Und was geht es im Outlaw an diesem Song? Wir kommen brutal eins immer ins Maul über, so richtig hardcore. Bitter, bitter für uns. Wer wird denn da im Brand gesetzt? Wer ist das nochmal? Der Nobby. Wer ist der Nobby? Der Sänger. Ja. Und vor allem, ist jetzt ausgestiegen, weil so lange müssen. Ja, ich auch. Ja. Oh, Pause. Sorry. Wer schreibt bei euch eigentlich Songs? Ich. Wer genau? Ich. Hallo? Ja, ich. Also wer schreibt jetzt Songs? Ich. Er. Okay. Ich. Ihr habt jetzt ein Video gemacht zu eurer neuen CD. Wann kommt denn die neue CD raus? Im Februar. 18. Februar? 2011. Voilà. So ist es. 2011. Schür ist die Release-Party. Wer von euch ist eigentlich so der Leader von der Band? Ah, oh, jetzt sind wir streiten. Ist das gut? Oh, nein, sie sind euch in vielen Punkten uneinig, wie man merkt. Wie arbeiten die es miteinander zu proben im Proberaum? Proben tun wir sowieso nicht. Das ist etwas für Luschen. Nein. Maxwell ist ein bisschen unorganisiert. Ich habe mich für sie schlau gemacht. Sie haben Gigs gehabt. Viele Gigs spielen sie zu Liechtenstein. Auf www.maxwell.ch findet ihr noch weitere Infos über die Band. Luxemburg! Ist etwa gleich gross wie Liechtenstein. Du machst auch das Grafikdesign von der... Du machst Homepage, ich Grafik. Jungs, wer macht jetzt was? Du machst die Homepage von der Band, du machst auch das ganze Grafikdesign von der Band, du hast aber auch eine eigene Promobude, also du bist selbstständig in der Promotion von Bands und du machst auch die eigene Promo von Maxwell. Ja, Maxwell ist für mich eigentlich ein konstruktes Instrument, zum Montafon, also meine Promobude aufzubringen, weil mit Maxwell selber, das ist eigentlich, das gar nicht so, dass ich Maxwell, das hat sich einfach so gegeben, das ist blöd gelaufen. Eigentlich geht es um Montafon, also die Band heisst ab dem dritten Album Montafon und die CD Maxwell. Oder so. Ja, das ist noch ein Zeitchen so weitergegangen, ich musste es cutten. Aber ihr könnt euch freuen, im Februar 2011 kommt die neue CD raus von Maxwell, All In, plus ihr Video zum Song Outlaw. Und jetzt
Peter. Yeah, yeah, baby, yeah. Ja, willst du mal die Frage vorlesen zur Abwechslung? Give it to me, baby. Aha. Okay. Wie heisst das neue Album von Max XWL? Das war es wieder für heute. Wir sehen uns morgen. Lasst euch nicht abschlagen. Tschüss. Yeah, right. I'm gonna, yeah.